Wir sind jetzt im dritten Batch angekommen bei WeAccelerate. Wir sind ja als Gründungsmitglied schon seit dem ersten Batch dabei. Der erste Batch, wenn man so ein bisschen rückblickend schaut, war eigentlich komplettes Learning. WeAccelerate hat es zum ersten Mal aufgezogen. Wir als Wüstenrot waren das erste Mal in so einer Kooperation mit dabei. Und der zweite Batch, das war dann schon richtiges Doing. Wir wussten, wie wir mit den Startups umgehen. Wir wussten, wie man die Startups auch ins Unternehmen bekommt. Das war einfach eine große Herausforderung für uns, dass einfach das Unternehmen die Startups annimmt, dass die Abteilungen die Startups annimmt, die tolle Technologien haben, wo wir schneller agieren können, dynamischer arbeiten können. Und jetzt sind wir hier, Onboarding with Batch 3, und freuen uns riesig auf die neuen Startups. Der große Vorteil in der Kooperation mit Startups liegt einfach darin, dass unsere Mitarbeiter abgeholt werden. Es kommt ein komplett neuer Drive rein ins Team. Man sieht neue Ideen, man sieht, wie schnell man etwas umsetzen kann, wie schnell man von einem Prototypen zu einem ersten Produkt kommt und oder zu einem ersten Ergebnis. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie dieser Funke überspringt von dem Startup ins Unternehmen, in ein altes Corporate rein, also unsere alte Lady wollen wir fit halten und wie schön eigentlich diese Kooperation dann sein kann und wie befruchtend füreinander das Ganze ist. Wüstenrot ist in den letzten Jahren dazu übergewechselt, progressiv zu denken und innovativ zu denken. Das Ganze findet auf zwei Ebenen statt. Also einerseits wird es vom Unternehmen selbst getrieben, was ein sehr interessanter Prozess für uns ist. Auf der anderen Seite finde es nicht schlecht, dass wir es als Agentur eigentlich auch Inputs bringen können. Auf das Startup, was wir uns, glaube ich, am meisten freuen, ist Amodo. Amodo ist ein Startup in der Mobility-Branche für Telematiktarife und auch einfach, dass das Fahrverhalten gemessen wird, dass man aus diesen Daten dann super Produkte natürlich ableiten kann. Mobility ist ein großes Thema am Markt und auch gerade für die Versicherungsbranche super spannend, neue situative Produkte auf den Markt zu bekommen, und da freuen wir uns, glaube ich, am meisten. We had an initial meeting and what we actually embraced and loved very much is the vision of your team, that the insurance company should be transformed as a service center for the needs of people around certain topics like mobility is. So we believe that this is the way to go. Genie befreit die Menschheit von Papierkram. Wir extrahieren Daten aus unterschiedlichen Dokumententypen, also aus Rechnungen, Gehaltsabrechnungen, Kontoauszügen oder Ausweisdokumenten, um diese manuellen Prozesse zu automatisieren und um diese manuellen Dateneingabe halt zu vereinfachen. Für Österreich und vor allem auch jetzt im Kontext mit diesem Programm ist eine Kooperation mit Wüstenrot eine sehr spannende Möglichkeit für uns. I'm Leonie from the company OnDevo. We are building a conversational AI platform. Our mission of the company is to enable machines to engage with humans in natural conversations. The way how we work in our projects with the clients is that we go there, we learn from them for the conversations that they have currently with their clients. So our database we can increase by having the conversations with with their clients. So for us it's a learning experience in a new field and new topics for our text database.